In diesem Video geht es um das hier. Naja, nicht ganz, nur um den hinteren Teil dieses Esels oder Pferdes oder was auch immer das ist. Ich war weder in Biogut noch in Kunst eine Leuchte. Wie auch immer, es geht um den Schwanz dieses Tieres und das ist das Stichwort. Es geht um die Coda. Das ist italienisch und heißt Schwanz. Die Coda bildet in der Musik ein Anhängsel, also ein Teil, der hinten am Musikstück dranhängt. Und diese wird oftmals über eine Sprungmarke, hier rot markiert, erreicht. Man springt also von der einen Sprungmarke zur anderen. D.C. kennt ihr schon von Da Capo al Fine und D.C. al Coda heißt nichts anderes als von Anfang zur Coda. Auf vielfachen Wunsch hin musste ich bei unserem Auto eine Kleinigkeit verändern. In diesem zweiten Beispiel geht es um das Segno, das Zeichen. Ihr seht, zum Schluss in Zeile 2 steht nicht mehr D.C., sondern D.S. Das heißt dal Segno, also zum Zeichen, und dann in die Coda. Man springt also, wenn man in Takt 10 angekommen ist, nicht mehr an den Anfang ganz zurück, sondern dahin, wo das Zeichen steht. In unserem Falle ist es bei Takt 3. Und dann wieder von Sprungmarke zu Sprungmarke und schwuppdiwupps ist man in der Coda.